Bäckerei oder im Friseursalon. Aber auch das kann ein Sicherheitsrisiko darstellen. Immer wieder findet das Gefängnispersonal Waffen wie diese Klinge, die aus einer anstaltseigenen Werkstatt stammt. Robert McIntyre setzt eine lebenslange Haftstrafe wegen Doppelmordes ab. Ich habe zweimal lebenslänglich gekriegt. Ich habe zwei unschuldige Menschen getötet. Eine schlechte Entscheidung. McIntyre ist groß und neigt zu Jähzorn. Ich wiege über 100 Kilo. Ich kann zuschlagen. Heute arbeitet er an einem neuen Wandgemälde. McIntyre ist froh, dass er aus seiner Zelle rauskommt. Aber er weiß, dass er es sich schnell wieder verscherzen kann. Das ist eine Kontrollmethode. Jede Freiheit kann wieder entzogen werden. Die meisten Häftlinge dürfen sich tagsüber zum großen Teil unbeaufsichtigt bewegen. Das funktioniert nur, weil sie wissen, dass sie sich entweder an die Vorschriften halten müssen oder wieder in ihrer Zelle landen. Es herrscht ein ständiger Psychokrieg, eine ständige Spannung zwischen Gefängnisleitung und Insassen. Und für manche Straftäter sind auch persönliche Freiheiten kein Anreiz. Brian Yarbrough, genannt Chi-Town, ist einer von ihnen. Ich wuchs in Chicago mit Gangs und Verbrechen auf. Er bekam lebenslänglich, weil er zwei Männer erwürgte. Im Gefängnis wurde er des Kokainschmuggels überführt. Ich hätte längst im Gefängnis sein sollen oder tot. Gefängnis hilft nicht mir, sondern den anderen. Wäre ich draußen, hätte ich wahrscheinlich schon wieder jemanden ermordet. Straftäter wie Chi-Town sitzen ihre Haftstrafe im Hochsicherheitstrakt ab. Für Brad Meiss ist seine Aufgabe eine Herausforderung. Er hat es hier mit den gefährlichsten Gewalttätern Indianas zu tun. Mord, Vergewaltigung, bewaffneter Raubüberfall. Haftstrafen von 20 bis 280 Jahren. Vor Meiss kam es in Pendleton wiederholt zu Aufständen, Meutereien und gewalttätigen Auseinandersetzungen. Wie dieser von der Überwachungskamera aufgezeichnete Kampf. Heute sorgen mehr als 300 Beamte für Ruhe und Ordnung. Meiss hat außerdem eine Abteilung für innere Angelegenheiten eingeführt, die bei allen kriminellen Vergehen ermittelt. Mike Raines ist einer der erfahrensten Ermittler. Er arbeitet seit 30 Jahren in Pendleton und nichts kann ihn noch überraschen. Ich kriegte einen Anruf. Dann hieß es, ich würde meinen Freund hier oben treffen. Heute verhört er eine junge Frau, die ihren Freund in Pendleton besuchen wollte. Während der routinemäßigen Durchsuchung fanden die Sicherheitsbeamten zwei verdächtige Pakete. Ich kann Ihnen sagen, was das ist. Marihuana. Das sind nicht Ihre Pakete? Das ist Tabak. Und das hier Zigarettenpapier. Sie wissen, dass das strafbar ist? Raines benachrichtigt die Polizei. Sie werden die Frau festnehmen. Aber die Ermittlungen innerhalb der Strafanstalt sind Raines Angelegenheit. Während ich sie befragte, versuchte ihr Freund, sie anzurufen. Er schickte ihr eine SMS und fragte sie, was los ist. Damit war klar, dass der Häftling ein Handy besitzt, was innerhalb des Gefängnisses strengstens verboten ist. Über private Telefone können Zeugen eingeschüchtert und Drogendeals abgewickelt werden. Raines beauftragt ein paar Beamte, das Handy ausfindig zu machen. Wir durchsuchen die Zelle ihres Freundes und die seines Kumpels, dessen Namen sie uns auch gegeben hat. Ansonsten hat sie leider nicht viel preisgegeben. Aber sie ist auf dem Weg ins Gefängnis und wir werden uns den Freund hier vorknöpfen. Die Beamten sind auf dem Weg zu Jerrold Adams, genannt Fatback. Er sitzt eine 40-jährige Haftstrafe wegen Drogenhandels ab. Raines glaubt, dass er zu einem gefängnisinternen Drogenring gehört
und eventuell der Besitzer des Telefons ist. Was ist los? Durchsucht ihr mich? In diesem psychologischen Katz-und-Maus-Spiel verraten die Beamten Adams weder den Durchsuchungsgrund noch wonach sie suchen. Und? Habe ich mir schon gedacht. Die Suche ging leer aus, aber Raines gibt nicht auf. Am nächsten Tag spricht der Ermittler Adams auf dem Gang an. Sie hat meinen Namen genannt? Warum? Darüber sprechen wir später. Er ist beunruhigt. Das war er gestern nicht. Aber jetzt ist er nervös. Ein wenig später bestellt Raines Adams zu einem weiteren Verhör in sein Büro. Er hofft auf ein Geständnis. Wie oft hat sie dich besucht? Keine Ahnung. Hat sie dir was mitgebracht? Nein. Warum sagt sie dann, dass sie ein Paket dabei hatte? Weiß nicht. Vielleicht war sie sauer auf mich. Wieso ist sie sauer? Weil ich nicht mit ihr rede. Adams leugnet alles ab. Wird er überführt, drohen ihm Isolationshaft und eine Verlängerung der Haftstrafe. Haben Sie seine Füße gesehen? Er war viel zu nervös für jemanden, der unschuldig ist. Die harte Bestrafung von Regelbrechern ist ein wichtiger Teil der Disziplinarmaßnahmen. Es zeigt, dass wir alles unter Kontrolle haben. Ich will, dass die Häftlinge den Vorschriften folgen. An diesem Nachmittag wird im Einzelhaftzellenblock eine Zellräumungsübung durchgeführt. Dabei proben Beamte und Insassen die ordnungsgemäße Evakuierung im Falle eines Feuers oder einer Naturkatastrophe. Den Straftätern wird dabei gleichzeitig vor Augen geführt, dass das Gefängnispersonal sie jederzeit aus ihren Räumen herausholen kann. Bevor sie die Zelle verlassen, werden ihnen die Hände mit Plastikfesseln verbunden. Was ist? Gib mir Kohle. Dann führen die Beamten die Häftlinge in die Turnhalle. Ein bewaffnetes Eingreifteam ist für den Notfall gerüstet und einsatzbereit. Da wird jede Menge geflüstert. Nach 30 Minuten in der Turnhalle werden die Häftlinge unruhig. Selbst mit gefesselten Händen sind Kämpfe unter den Insassen nicht auszuschließen. Es gibt ein Problem. Die Beamten greifen ein und stellen die Ordnung wieder her. Als es Zeit ist, in die Zellen zurückzukehren, werden die Häftlinge per Nummer aufgerufen. Ein Beamter bemerkt, dass zwei Häftlinge fehlen. Sie scheinen nicht in der Turnhalle zu sein. Eventuell halten sie sich auf dem Gefängnishof auf. Raines wartet damit, Alarm zu schlagen. Er hofft, dass die Spezialtruppe die Flüchtigen aufgreift. Ein paar Minuten später erfährt er, dass er in der Reihe oder im Friseursalon. Aber auch das kann ein Sicherheitsrisiko darstellen. Immer wieder findet das Gefängnispersonal Waffen wie diese Klinge, die aus einer anstaltseigenen Werkstatt stammt. Robert McIntyre setzt eine lebenslange Haftstrafe wegen Doppelmordes ab. Ich habe zweimal lebenslänglich gekriegt. Ich habe zwei unschuldige Menschen getötet. Eine schlechte Entscheidung. McIntyre ist groß und neigt zu Jähzorn. Ich wiege über 100 Kilo. Ich kann zuschlagen. Heute arbeitet er an einem neuen Wandgemälde. McIntyre ist froh, dass er aus seiner Zelle rauskommt. Aber er weiß, dass er es sich schnell wieder verscherzen kann. Das ist eine Kontrollmethode. Jede Freiheit kann wieder entzogen werden.
Die meisten Häftlinge dürfen sich tagsüber zum großen Teil unbeaufsichtigt bewegen. Das funktioniert nur, weil sie wissen, dass sie sich entweder an die Vorschriften halten müssen oder wieder in ihrer Zelle landen. Es herrscht ein ständiger Psychokrieg, eine ständige Spannung zwischen Gefängnisleitung und Insassen. Und für manche Straftäter sind auch persönliche Freiheiten kein Anreiz. Brian Yarbrough, genannt Chi-Town, ist einer von ihnen. Ich wuchs in Chicago mit Gangs und Verbrechen auf. Er bekam lebenslänglich, weil er zwei Männer erwürgte. Im Gefängnis wurde er des Kokainschmuggels überführt. Ich hätte längst im Gefängnis sein sollen oder tot. Gefängnis hilft nicht mir, sondern den anderen. Wäre ich draußen, hätte ich wahrscheinlich schon wieder jemanden ermordet. Straftäter wie Chi-Town sitzen ihre Haftstrafe im Hochsicherheitstrakt ab. Für Brad Meiss ist seine Aufgabe eine Herausforderung. Er hat es hier mit den gefährlichsten Gewalttätern Indianas zu tun. Mord, Vergewaltigung, bewaffneter Raubüberfall. Haftstrafen von 20 bis 280 Jahren. Vor Meiss kam es in Pendleton wiederholt zu Aufständen, Meutereien und gewalttätigen Auseinandersetzungen. Wie dieser von der Überwachungskamera aufgezeichnete Kampf. Heute sorgen mehr als 300 Beamte für Ruhe und Ordnung. Meiss hat außerdem eine Abteilung für innere Angelegenheiten eingeführt, die bei allen kriminellen Vergehen ermittelt. Mike Rains ist einer der erfahrensten Ermittler. Er arbeitet seit 30 Jahren in Pendleton und nichts kann ihn noch überraschen. Ich kriegte einen Anruf. Dann hieß es, ich würde meinen Freund hier oben treffen. Heute verhört er eine junge Frau, die ihren Freund in Pendleton besuchen wollte. Während der routinemäßigen Durchsuchung fanden die Sicherheitsbeamten zwei verdächtige Pakete. Ich kann Ihnen sagen, was das ist. Marihuana. Das sind nicht Ihre Pakete? Das ist Tabak. Und das hier Zigarettenpapier. Sie wissen, dass das strafbar ist? Rains benachrichtigt die Polizei. Sie werden die Frau festnehmen. Aber die Ermittlungen innerhalb der Strafanstalt sind Rains Angelegenheit. Während ich sie befragte, versuchte ihr Freund, sie anzurufen. Er schickte ihr eine SMS und fragte sie, was los ist. Damit war klar, dass der Häftling ein Handy besitzt, was innerhalb des Gefängnisses strengstens verboten ist. Über private Telefone können Zeugen eingeschüchtert und Drogendeals abgewickelt werden. Rains beauftragt ein paar Beamte, das Handy ausfindig zu machen. Wir durchsuchen die Zelle ihres Freundes und die seines Kumpels, dessen Namen sie uns auch gegeben hat. Ansonsten hat sie leider nicht viel preisgegeben. Aber sie ist auf dem Weg ins Gefängnis und wir werden uns den Freund hier vorknöpfen. Die Beamten sind auf dem Weg zu Jerole Adams, genannt Fatback. Er sitzt eine 40-jährige Haftstrafe wegen Drogenhandels ab. Rains glaubt, dass er zu einem gefängnisinternen Drogenring gehört und eventuell der Besitzer des Telefons ist. Was ist los? Durchsucht ihr mich? In diesem psychologischen Katz-und-Maus-Spiel verraten die Beamten Adams weder den Durchsuchungsgrund noch wonach sie suchen. Und? Habe ich mir schon gedacht. Die Suche ging leer aus, aber Rains gibt nicht auf. Am nächsten Tag spricht der Ermittler Adams auf dem Gang an. Sie hat meinen Namen genannt? Warum? Darüber sprechen wir später. Er ist beunruhigt. Das war er gestern nicht. Aber jetzt ist er nervös. Ein wenig später bestellt Rains Adams zu einem weiteren Verhör in sein Büro. Er hofft auf ein Geständnis. Wie oft hat sie dich besucht?
Keine Ahnung. Hat sie dir was mitgebracht? Nein. Warum sagt sie dann, dass sie ein Paket dabei hatte? Weiß nicht. Vielleicht war sie sauer auf mich. Wieso ist sie sauer? Weil ich nicht mit ihr rede.